Ja, komm, mit reicht. Ja, siehst du. Bist du tot? Immer noch nicht. So, ja. Dann schauen wir, was haben wir denn hier Schönes drin? Papam. Unser schöner Bilderrahmen. Mein Gott, was haben wir hier? Ein Neugeborenes. Da unten ist ein Schalter, aber natürlich möchte ich das. Mein Gott, was haben wir noch hier? Was ist das denn hier? Ein Kleinkind. Da unten ist doch noch ein Schalter. Komm, drücken wir auch. Was haben wir hier? Lebhaften Jungen. Komm, drücken wir mal genauso. Lebhaften Jungen, was haben wir hier? Ein junger Mann, also wenn sie wollen, dann drücke ich da auch mal drauf. Mein Gott, ihr Krähen. Sind wir aber Alfred Hitchcock oder was? Na, noch ein Bild, also ich weiß nicht, ne, also überall sind Knüppel, die drücken wir einfach mal so vollkommen wahllos, so vollkommen ohne Sinn und Orientierung. Und trotzdem bin ich da guter Hoffnung. Bild eines verwegen aussehenden alten Mannes, aber natürlich. Was haben wir hier? Das ist eine Nachricht. Gib mir den Frieden des Todes und ich werde dir die Freude des Lebens geben. Da unten ist ein Schalter. Möchten Sie ihn drücken? Möchten Sie draufdrücken? Natürlich möchte ich das. Oh. Jetzt fragen sich natürlich die Leute, aber was ist, wenn du jetzt mal andere Reihenfolge gewählt hättest beim Drücken? Ja, das werdet ihr nie erfahren, außer ihr spielt es selbst. Oder ihr schaut euch mal ein anderes Let's Play an. Mit Jill. Ja. Ja, danke. Ja, ne, das sehe ich genauso. Sollen wir nicht mal gleich machen, was Jill und ich gemacht haben? Ich bin ein fieser Map. Ja, also ich weiß, ich gehe nicht wirklich pfleglich mit den armen Tierchen um. Es kann sogar sein, dass ich gleich ganz abrupt die Aufnahme beenden muss, abbrechen muss. Weil eventuell gleich noch geplant ungeplanter Besuch kommt. Ist schwer zu erklären. Ja, ich weiß, dass ich sie geöffnet habe. Das finde ich auch toll. Na, 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 na. Oh, ein Zombie. Hat schon wieder eine Kugel verschwendet. Überhaupt sind wir hier. Ach, Mann. Du alte Potsau, du. Kipp endlich um hier. Wie, du bist immer noch... ich laufe immer durch den durch. Einfach um zu zeigen, guck mal, ich kann durch den durchlaufen. Nein, das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass sie tot sind, sobald sie keine physische Masse mehr haben, die uns da irgendwie aufhalten kann. Ich meine, das kennt ihr ja, wenn jemand stirbt, dann verliert er seine jegliche Masse. Er behält zwar noch seine Form bei, in gewissen Maßen. Aber er verliert jegliche Form von Masse. Er ist einfach so wie ein Trugbild, kann man schon fast nennen. Aber was haben wir denn da? Etwas, was wir jetzt wahrscheinlich nicht aufheben können. Richtig, richtig. Und ich merke schon, uns geht langsam in bedrohlichem Maße die Munition aus. Vor allem, weil ich bedenke, was noch vor uns liegt. Das ärgert mich jetzt gerade auch ein kleines bisschen. Komm, kleine Schlüssel lassen wir hier. Ja doch, wir lassen den hier, wir brauchen den erstmal nicht. Na komm, da brauchen wir auch nicht. Wir nehmen jetzt erstmal... Unser Herbizid. Ist doch Herbizid, ne? Chemikalie, ja komm, die schauen wir uns mal an, die Chemikalie. Einfach nur, um zu sagen, guck mal, das ist Herbizid, weil wir sind toll. Wir haben es schon direkt auf dem Boden erkannt, aber damit es auch der Spieler erkennt. Ein Unkrautvernichtungsmittel. Ein Herbizid. Wie ich gesagt habe, die könnten wir jetzt theoretisch wieder zurück in die Kiste legen. Wir können aber auch einfach mal hier weitergehen. Weil wir gerade jetzt den Platz nicht so dringend nötig haben. Er ist zwar nicht ganz unwichtig, aber wir haben auch nicht so dringend nötig. Wir könnten jetzt natürlich oben lang gehen. Aber ganz ehrlich, nein. Hat einen ganz einfachen Grund. Munition.
Wir machen erstmal den kleinen Weg, den sicheren Weg. Einer, der nicht unbedingt dafür sorgt, dass wir ganz viel rumballern müssen. Ich meine, schließlich weiß ich ja nicht, was da oben los ist, aber hier unten weiß ich, ist nichts los. Hier können wir einfach durch. Einfach so. Ohne Skrupel. Ja. Vollkommen ohne Skrupel können wir hier lang. Na, 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 na. Werden uns dabei unterwegs noch etwas anderes schnappen? Eigentlich könnten wir sogar zwei Sachen schnappen, aber ich möchte doch gerne mich noch gleich mit ein paar Heilkräutern ausstatten. Ach, dann ist wieder dieses Platzproblem. Ah, dieses elendige, ständige Platzproblem. Ah, sag ich dazu mal. Und ich glaube, es war doch nicht so schlau. Ein Schlüssel hätte ich vielleicht doch mitnehmen sollen. Mensch, das ärgert mich jetzt gerade wieder alles so, weil man jetzt alles mehr weiß, wenn man schon unterwegs ist. Dann fällt einem ein, nachher dies, das und jenes und sowieso. Ja, man kennt's. Man kennt's nicht, man kennt's. Also ihr wisst schon Bescheid. Aber dann werden wir halt mal ein paar extra Wege hier einschlagen. Ich meine, den Geschwindigkeitsrekord werden wir eh nicht aufstellen. Das könnt ihr euch denken, das weiß ich. Na komm, wir lassen es jetzt doch erstmal. Also ich wollte mich eigentlich einen Diamanten mitnehmen, den wir von der Statue da runtergeschmissen haben. Also wir haben die Statue gleich mit runtergeschmissen. Und dieses Emblem wollte ich mitnehmen, aber das werde ich mir erst später zu Gemüte führen. Erstmal werden wir ein paar andere Wege machen. Wir hören schon, wir sollten sie vielleicht besser noch ein kleines bisschen in Ruhe lassen. Ja, der Zombie ist natürlich immer noch da, wegen es gab ja niemanden, der ihn ja erschossen hat. Er hat uns zwar auch nicht verfolgt, aber es gab auch niemanden, der ihn hätte erschießen können, weil wir zum Zeitpunkt noch keine Waffe hatten, was besonders schön ist hier als so Spezialeinheit-Killer, ne? Ja, von den Stars, ne? Ach ja. Also ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen draußen hat er noch rumgeballert im Intro. Sitzt, als er sich vorführt, ne? Chris Redfield. Da sieht man doch schließlich sogar noch so schön, dass er, ne? Ihr wisst schon. Na, ja, da sehen wir schon die ekelhafte Pflanze. Ekelhafte Pflanze. Ne, also die Vorstellung hat dabei seine Waffe nachgeladen. Tja, so durchgeladen. Unglaublich, ne? Und dann hat er nachher keine. Na, ja, also ich verstehe die Welt nicht mehr. Die Weltordnung ist halt heute anders als damals noch. Ja. Geh kaputt. Ich meine, wenn eine Pflanze sich schon so bewegen kann, dann hat sie nichts anderes für dich als ein Pflanzenvernichtungsmittel. Also Unkrautvernichtungsmittel, die auch jegliche andere Pflanzen töten. Was haben wir dann? Schlüsselchen. Und ist es der Rüstungsschlüssel? Ich hoffe mal doch, dass es der Rüstungsschlüssel ist, weil der Rüstungsschlüssel öffnet uns viele, viele, viele Türen. Prüfe, prüfe! Der Rüstungsschlüssel! Ja, damit kommen wir jetzt durch sehr, sehr viele Türen. Was mir persönlich auch wichtig ist, aber als allererstes. Na, 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 rote Kräuter, was wohl da gibt, wenn wir grün und rot mal einfach mal so ein bisschen zerkleinern, zerstampfen und zusammenmixen. Ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Also nochmal, was wohl da gibt, wenn wir grün und rote Kräuter zerkleinern, zusammenmixen und auf ein Stück Papier ausbreiten. Na, wieder so zwei kleine Häufchen auf ein Stück Papier. Machen wir aber gleich normaler ganz, ne? Ich meine, wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe da keine Ahnung, was das bewirkt, aber ich glaube, da wird ein super Snack sein. Einfach, weil ich so ein Gefühl habe. Ja, diesmal werde ich mich mit ein bisschen mehr Heilzeugs ausstatten. Auch wenn wir es jetzt gar nicht, auch wenn wir es gar nicht tragen können. Aber Hauptsache, wir haben es. Das ist das Wichtige. Hopp. Ja, 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 ja. Und holen uns noch ein grünes Kräutlein. Das lassen wir jetzt aber auch jetzt mal einfach so da so liegen. Ja, oh, ist das laut hier drin wieder mal. Oh, geht das auf die Ohren. Bei euch wahrscheinlich gar nicht so wie bei mir, aber ne, es nervt. Es nervt einfach und muss nicht sein.
So, ich glaube schon fast mein Bekannter, da müsste... Ich bin gerade... Eine halbe Stunde unterwegs. Was mache ich denn? Ich laufe falsch. Ja, überleg mal, wenn man so überlegt, so wenn der Bekannter kommen müsste, wann müsste er da sein? Also, ich sag mal noch... Ja, ich sag mal so 5 bis 10 Minuten maximal. Ja, Hallöchen. Ja, leck mich. Ach, was mache ich denn? Ich bin so ein Trottel. Lass mich los, du Sau, du Sau, du. Ach, mein Gott, den habe ich nicht gesehen. Beißt er mich im Nacken? Ja, also da möchte ich jetzt nichts weiter zu sagen. Außer, ihr wisst schon, er hat mich im Nacken gebissen. Aber ich möchte jetzt hier auch noch nicht so meine Munition dafür ver... Ach, nee. Das heißt, wir müssen gleich... Ach so, grün. Grün ist schön. Also ich möchte jetzt als erstes mal so ein kleines Schlüsselchen mitnehmen. Ah, und da haben wir es auch schon besucht. Ich pausiere mal dann hier.